Meine Damen und Herren, wir machen kurz Werbung und dann wunderbare junge Schauspielerin Eileen Tetzel und Musik von Haim. Bis gleich. Eileen Tetzel und Haim, gleich in der Harald Schmidt Show. Und mein Gast heute Abend, eine junge, großartige Kollegin, die jüngste Tatortkommissarin aller Zeiten im Tatort in Dortmund. Herzlich willkommen, Eileen Tetzel. Hinter mich gebracht. Ich bin ja. Froh. Ja. Hattest du Bedenken? Hast du es geübt vorher? Ja, ich habe das vorher geübt. Mir wurde das immer so, hier ist noch eine und hier ist noch eine ganz gefährliche und die wurde mir als am gefährlichsten vorgestellt. Und ja, es ist oft so, dass Gäste schon überglücklich sind, ich habe es geschafft und dann ist die letzte Stufe und ich muss sie auffangen. Ja, das Bild habe ich mir auch schon vorgestellt, wie ich dann in ihren Arm, nee, deinen Arm, ne? Wie ich dann also in deinen Armen liege. Ja. Und diesen Titel wollte ich mir dann ersparen. Das ja, können, natürlich. Das können wir vielleicht in 10 Jahren noch mal machen. Ach so, du meinst den Titel, wenn es nicht geklappt hat, dann versuche ich noch mal mit Eileen in Haralds Armen noch mal wiederzukommen. Aber quasi. Das heißt, du bist eine so junge Kollegin und hast schon dieses Bedenken, wie könnte die Presse reagieren, wenn du sozusagen in mich reinstolperst? Ja, das habe ich schon. Wirklich? Hast du das schon? Wovor hast du am meisten Angst? Ich habe Angst vor den Angeboten, die dann daraufhin kämen. Filmangebote, ja. Roy das Rohr und sowas. Ja. Zum Beispiel. Ja, wieso? War ein sehr netter Gast neulich, der Hauptdarsteller war hier, spielt ja auch Cobra 11. Und mein früherer Arbeitgeber, wenn ich gucke, welcher das war, Sat 1. Die haben das ja, hat man dir sowas wie Wanderhure schon angeboten? Nein. Wärst du empört, wenn man dir das anbieten würde? Ich habe Wanderhure gar nicht gesehen, ich kann mir ehrlich gesagt gar keine Meinung bilden. Es setzt sich kritisch mit dem Missbrauch von Frauen im Mittelalter auseinander. Aha. Ja, also denen wurden schon im Vorspann damals die Brüste rausgerissen. Oh Gott. Und das hat man dann aus künstlerischen Gründen so gezeigt, sonst wäre es auch nicht so erfolgreich gewesen. Ja. Aber ich freue mich ja, dass ich mit einem anderen Film heute hier bin. Ja, und zwar, da geht es darum, eine Frau, eine junge Frau, gibt richtig Gas auf einer Party. Genau. Ergebnis? Kind. Also schwanger erstmal. Bauch. Der Bauch wird erstmal größer. Nein, es geht um Lara, die ist Mitte 20, studiert Architektur, obwohl sie dazu nicht wirklich Lust hat. Warum macht sie es dann? Das ist so ein bisschen sprechend für meine Generation. So, jetzt sag mal bitte, wie alt du bist. Ich bin 28. So, was ist das Typische für deine Generation, die mich rätselnd zurücklässt, wann immer ich im Park oder nachts vor dem Netz auf sie warte? Ja, man geht nicht mehr im Park! Man geht nicht mehr im Park, man sitzt jetzt zu Hause und sage, hallo, heiße Igor, bin 21 und habe blonde Locken. Also was ist das Typische für deine Generation? Also es gibt eine Sache, die ein Stück weit typisch ist, und zwar, dass wir alle so ein bisschen orientierungslos sind. Es gibt ja nicht mehr dieses ganz festgefahrene Modell, das es immer gab, dass man irgendwie seine Schule beendet, seine Ausbildung beendet und dann in einen Beruf geht und diesen Beruf bis zur Rente ausübt. Zum Beispiel, man wechselt irgendwie seinen Beruf mehrmals im Leben und die Anforderungen, die von außen auf einen irgendwie einstürmen, sind ja sehr groß. Man muss nicht einfach nur einen guten Abschluss haben, man muss dann auch noch außergewöhnlich innovativ sein und sich von allen anderen absetzen und ein kreativer Mensch sein und... Und es gibt ja auch keine Widerstände mehr, oder? Es gibt irgendwie auch keine Widerstände. Ihr müsst euch nicht mehr gegen die Eltern auflehnen, weil die Eltern sind auch schon locker. Das kommt auch noch dazu. Ja. Man kann auch nicht mehr so richtig rebellieren. Wogegen? Ihr habt alle Möglichkeiten offen eigentlich. Genau, man muss auch nicht, man hat auch nicht so diesen Drang, um fürs Überleben irgendwie zu kämpfen. Und dann kann man so ein bisschen passiv bleiben. Und das passiert Lara nämlich auch in unserem Film Am Himmel der Tag. Lara lässt sich so ein bisschen treiben vom Leben und denkt sich, na, irgendwann werde ich schon herausfinden, wer ich bin, aber jetzt halt noch nicht. Ja. Und diese plötzliche Schwangerschaft ist eigentlich für sie was sehr Schönes, weil sie auf einmal das Gefühl hat, oh,
jetzt weiß ich, wo meine Rolle ist. Ich werde jetzt Mama und jetzt habe ich einen Menschen, um den ich mich kümmern kann und jetzt geht das Leben los. Eine Frage für mich als Oldschool-Erzeuger. Ja. Bleibt der Vater bei der jungen Mutter? Nein, sie weiß den Namen des jungen Vaters nicht. Das ist tatsächlich eine sehr kurze Begegnung da auf der Toilette des Clubs. Das kann schon mal passieren. Also wir können schon relativ viel verraten. Das ist noch relativ am Anfang des Films, wo sich Lara also gerade für das Kind entschieden hat. Die Sache ist, dieses Kind wird nicht leben. Und Laras Entwicklung wird sich natürlich komplett von einem Tag auf den anderen ändern. Und sie steht dann wieder vor dem Leben als die sie vorher war. Also der Film fängt sehr leicht und locker an und dann kriegt er einfach eine gewisse Tiefe. Ja. Und obwohl wir ein wichtiges und ein Stück weit leider sehr tabuisiertes Thema in diesem Film ansprechen, nämlich die stille Geburt, wenn also ein Kind geboren werden muss, was nicht mehr lebt, finde ich, dass dieser Film sehr hoffnungsvoll ist und dass man deswegen also jetzt nicht denken muss, oh, schwieriges Thema, irgendwie, ich möchte lieber was mit Popcorn oder so. Ja. Sondern man kann da auch mit seinem Popcorn reingehen und es... Es bleibt aber vielleicht im Halse stecken. Bis zu dem Zeitpunkt ist die Tüte, glaube ich, leer. Ach so. Ja. Ah, das ist eigentlich auch ein gutes Kriterium, ja? Ja. Als der Film richtig böse wurde, war die Tüte schon leer. Ja. Und da gibt es so zwei Tüten. Nein, ich meine so ein bisschen deprimierend oder traurig. Aber nein, Tiefgang. Das ist ein Wort, was ich nicht so berührend. Häufig brauche in meiner Show. Berührend, anrührend, nachdenklich machen. Ja, sehr gut. Wie heißt du eigentlich als Kommissarin? Nora Dalai. Musste der Name auch geändert werden, so wie bei Tilly... Till Schweiger, meine ich. Ach so. Ja. Nein, weil der heißt jetzt, glaube ich, Checker. Oder Till. Chiller. Vorher hieß er Chirner oder so ähnlich und jetzt heißt er Mick Chiller. Ach, verstehe. Ja. Fand er diese Chirner-Parallele nicht so blöd. Gut, oder? Nee, es war nicht Chirner. Aber der Name wurde geändert, auf seinen Wunsch hin, glaube ich. Ja. Ah ja. Mhm. Ja. Habt ihr Mitspracherecht im Tatort? Will man das überhaupt? Es ist so ein Prozess. Man setzt erstmal eine Figur am Anfang, aber schon während der Dreharbeiten merkt man eigentlich, das kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ja. Und ich finde das sehr, sehr spannend, wie wir jetzt angefangen haben. Und ich finde es auch sehr spannend, wie es hoffentlich weitergehen wird. Ja, und ich glaube, dass da alle Sterne für dich günstig stehen. Du kommst aus Bielefeld, lebst jetzt in Berlin, ja? Genau. Stimmt es, dass du sehr sparsam bist? Also Harald, ich bin jetzt nicht außergewöhnlich sparsam, aber ganz ehrlich, das ist ja ein bisschen so ein Klischee, was nicht wirklich stimmt, dass Schauspieler so wahnsinnig luxuriös und reich und überhaupt sind. Also ich lebe in einer kleinen Einzimmerwohnung im Hinterhaus, ganz schrecklich. Aber ich muss dazu sagen, also erstmal, ich kann mir noch keine Riesenwohnung leisten, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und das Zweite ist, ich möchte mir so eine gewisse Freiheit bewahren, sowas wie Am Himmel der Tag drehen zu können, wo ich einfach dann mal 3 Monate lang kein Geld verdiene. Und irgendwie nicht sagen zu müssen, meine Wohnung ist so wahnsinnig teuer, jetzt muss ich irgendeinen Quatsch drehen, nur damit das Konto. Das ist aber toll, das hat man selten, so eine vernünftige Haltung. Die ist ja fast erschreckend vernünftig. Wirklich, aber die meisten lassen sich ja vom Steuerberater irgend so ein Modell einreden und so weiter. Ich habe keinen Steuerberater. Noch besser, das spart viel Geld. Ja. das zehrt aber an den Nerven. Das wirklich? Ich, ja, machst total. Du das dann selber? Ja, ich mach das selber. Sammelst du Belege? Und ich mach's anscheinend nicht gut. Warum? Wieso? Warum? Naja, weil irgendwie die Frau da beim Finanzamt, die also mein Dings da... Sachbearbeiterin? Die Sachbearbeiterin. Also wenn Sie das jetzt hören, liebe Frau Sachbearbeiterin aus dem Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, seien Sie doch bitte ein bisschen rücksichtsvoller. Ja, also Chance. Kriegst du nichts anerkannt oder wie? Oder? Nee. Sie sagt, das ist alles nur Hobby. Wenn ich sage, es ist so, es ist wirklich so. Also wir Schauspieler sind ja in keinster Weise geschützt, ja. Wir arbeiten irgendwie für weniger Geld als der Hund, der am gleichen Tag für irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro arbeitet. Ja. Ne? Ja. Aber das ist unser Beruf und er macht trotzdem Spaß. Ja, natürlich. Und wenn man den mit so viel Leidenschaft und Enthusiasmus und Überzeugung betreibt und Ernsthaftigkeit wie du und trotzdem wahnsinnig charmant, dann braucht man sich um die Zukunft keine Sorgen zu machen. Toll, dass du hier bei uns bist. Danke. Da hörst du den Jubel von diesem Verpetzten.